einem auch heute planmäßig, weil Jacques heute der wurde heute das zweite Mal geimpft. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt Jacques durch. Ja, ansonsten, warum war ich jetzt 2 Wochen nicht da? Die erste Woche war, glaube ich, da haben wir uns gelegt, eine und dann wollten wir die nicht nochmal absagen, weil wir dumm waren. Und letzte Woche hatte ich einfach ein Energielevel von. Ja, betont. Worte gerade sind verloren gegangen. Ne, das mal, sag mal was. Hallo. Wahrscheinlich ist es jetzt besser, also zumindest ist es jetzt im gelben Bereich. Ja, man sieht auf jeden Fall, wenn du Ja, sprichst. man sieht es auf jeden Fall. Hat man mich überhaupt gerade eben Ja, ab verstanden? und zu irgendwas zwischendurch mal weg, aber der Weg ist auch mal hier. Okay, also muss ich den Witz jetzt einfach nochmal bringen. Ja, also Jacques kann heute nicht teilnehmen, weil Jacques ist geimpft und Jacques kämpft jetzt mit der Impfreaktion der zweiten Impfung, ne? Also kämpft. Er ist ein bisschen lethargisch. Es hält sich tatsächlich sehr, sehr stark im Rahmen. Da haben wir ziemlich Glück. Deswegen ist heute nicht Jacques dabei auf meiner rechten Seite, sondern Gloria, meine Geigenfeige, um diese Leere hier rechts neben mir zu füllen. Letzte Woche war ich nicht da, weil ich kein Energielevel hatte. Hi. Ja, Jacques hat sich gehen lassen. Letzte Woche war ich nicht da, weil ich absolut gar keine Energie hatte zu streamen. Das passiert manchmal, glaube ich, während einem Doktor. I guess. Vor allem, wenn man jetzt gerade so Experimentereien starten, die einfach sehr lange dauern und sehr energieaufwendig sind. Und wenn viele Dinge neu sind, dann bin ich manchmal am Wochenende einfach nur noch vor mich hin vegetierend. So. Aber heute habe ich die Energie. Heute hab ich Bock. Deswegen streame ich heute. Alleine. Weil ich habe so viel Bock, dass ich Jacques heute gar nicht brauche. Ha! So, wenn ihr da seid oder wenn ihr irgendwie zuguckt, dann schreibt, wie Seelenfisch das jetzt gerade schon gemacht hat. Hallo Seelenfisch, by the way, in den Chat. Und ich versuche so unterhaltsam zu sein, wie wir normalerweise zu zweit sonst sind. Ich gebe mir alle Mühe. So, wir starten mit dem Gameplay. Muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß schon wieder nicht, wo ich bin. Aber Jacques meinte gerade, dass wir jetzt wahrscheinlich gleich in die Pflanzenarena gehen werden. Ah ja, ich bin in der Mall. Ja, dass wir gleich in die Pflanzenarena gehen werden und da wahrscheinlich dann verprügelt werden. Ja, deswegen habe ich hier auch gedacht, ich stelle diese Zimmerpflanze neben mich hin, weil ich mag Pflanzen sehr gerne. Solange sie sich benehmen und nicht sterben. Wenn nicht, dann sind sie ganz viel Stress. Aber ich gebe mir alle Mühe, eine gute Plant-Mom zu sein und meine Kinder auch in ihren schlechten Tagen zu lieben. Passiert bei den Katzen ja auch so. ja. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus, aber ansonsten ist es total lieb. Also ich glaube gerade, weil es giftiges Gas ausstoßt, ist es eigentlich der perfekte Partner, weil es dir dann alle Menschen vom Leid hält. Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon-Accessoires oben im 5. Stock des Einkaufscenters. Schaurig mal vorbei. Ah, das ist da. Da ist dieses Relaxo, von dem alle immer reden. Was ist das? Ich bin auch natürlich heute ungefähr so 5-mal mehr orientierungslos. Rocket Gamer Paradies. Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene. Weil ich halt alleine bin und ich nicht wirklich weiß, wo ich hin muss. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Hier war ich schon. Da war ich noch dran. Muss ich weiter runter, wahrscheinlich.
muss dein liebe Seelenfisch dir helfen. Ja, Seelenfisch, hilf mir. Wo muss ich hin? Was ist los? Vollbergatze sieht sich unruhig um. Okay. Dann bewegen wir uns hier einfach mal weg, Vollbergatze. Was ist das hier? Wo muss ich hier hin? Wo ist denn im Restaurant aus? Wahnsinn. Hey, ein unbekanntes Gesicht. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste, da tut sonst Abwechslung gut, weißt du? Möchtest du mich nicht bedienen? Hallo? Wie unhöflich. Fremde bekommen hier kein Essen. Mampf, Mampf, ich bin scharf auf scharfes Curry. Ich auch. Ich habe heute auch wieder so eine Art Curry gemacht. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb muss ich im Einkaufscenter immer Medizin für sie kaufen. Ja, das ist traurig. Wusstest du, dass es unter dem Gamer-Paradies noch weitere Räume gibt? Mumpf, habe ich gehört. Schmatz. Ach, das war meine Katze. Gott. Komische Geräusche aus dem Hintergrund. Ich habe so viel im Gamer-Paradies gespielt, jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach zu viel Spaß. Ich glaube, da muss ich auch gleich mein ganzes Geld verzocken gehen. Ich glaube, die Katze hat irgendwas Interessantes gefunden. Wahrscheinlich Jacques neue Shaman King Bände, die sie jetzt aufessen kann. Dieses Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Wenn man ein Pokémon als Preis anbieten würde, könnte man bestimmt mehr Leute in das Gamer-Paradies locken. Was? Hey, hast du mich belauscht? Vergiss besser ganz schnell, was ich gesagt habe. Ich habe literally vergessen, was er gesagt hat. Ich lese einfach nur blind vor. Finger weg von dem Poster im Gamer-Paradies. Dahinter ist ein versteckter Schalter oder so. Ja. Wir sehen, das ist die gebündelte Intelligenz. Was? Pokémon? Dieses Gasthaus ist nur für Menschen gedacht. Leider haben wir momentan kein Zimmer frei. Ich werde hier nicht bedient. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Bosmania City ist so eine schöne Stadt. Warum nur? Warum nur? Wir wollten doch eigentlich zu zweit reisen, nur meine Freundin und ich. Das erinnert mich an den Urlaub in London mit Jack und meiner Schwester. Nichts gegen meine Schwester, es war eigentlich ganz angenehm trotzdem. Wir hatten auch noch eine Freundin dabei. Also es war kein richtiger Pärchenurlaub. Yay, wir sind im Urlaub. Meine Schwester ist die Beste. Ja, ich weiß, danke. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, im Großen und Ganzen sind wir aber sehr stolz auf unsere schöne Stadt. Ah ja. Ja, ich fühle es. Ich fühle es. Ich gehe da jetzt einfach rein. So gruselig ist das gar nicht. Komm schon, los! Nur noch ein bisschen. Ah, fast hätte ich es geschafft. Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Torgosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Ah. Ah. Ich weiß gar nicht, welches Poster sie meinen. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kann mir fast denken, dass da drauf auf jeden Fall ein Dinosaurier ist. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier nur rumstehst, solltest du lieber die Arena von Bosmania City besuchen. Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihrem Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frage mich, wer die sind und was sie wollen. Naja. Hi, mein süßes kleines Stern, du schaut Leute gerne mal spielen zu.
Ich liebe dieses Spiel, mit dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre doch viel cooler. Okay, schrei mich bitte nicht an. Da darf ich spielen. Gibt es hier in dem originalen Spiel sehr coole Pokémon-Ausschalter im Tausch gegen Gewinnmünzen? Okay. Warte, man kann hier ein Pokémon gewinnen? Like, the heck? Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Ah, das ist also der Plot, an dem Team Rocket die ganze Zeit arbeitet. Deswegen brauchen die ganzen Pokémon, um sich hier quasi gegen Geld zu verzocken. Wow, warum gehen sie nicht einfach eine Bank überfallen? Puh, ich mache eine kurze Pause. Beim Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Hoho, ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gerne jeden Tag laufen. Ich lese meinen Namen, was ist los? Hä, wo liest du denn dein... Nichts. Du sollst mir einfach nur sagen, was ich tun soll, weil ich keine Ahnung habe und Jack nicht aufstehen kann, außer der Screen kackt hab. Mein Job ist es, dieses Puzzle zu... Ah, es geht echt nicht mehr auffälliger. Mein Job ist es, dieses Poster zu bewachen. Wer sich mit mir anlegen will, der wird's bereuen. Aber wow, ich habe dich eigentlich gar nicht rausgefordert. Ich wollte eigentlich nur wissen, was du da machst. Aber ich glaube, das ist jetzt halt einfach so. Jetzt muss ich dich halt leider ausrauben. Eigentlich sind Team Rocket gar nicht die Bösen. Ich mit meinem Zahltag, der jedem, was ja jedem immer dieses Geld aus der Tasche zieht, sind eigentlich die wahren Bösewichte. Ich habe in 1 seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Was weiß ich, was du tun musst. Gott, bist du alt. Ach scheiße, ich bin auch so alt. Na, wobei, ich habe nicht mit 4 Jahren Pokémon gespielt. Videospiele haben wir doch nicht erst spielen, nachdem ich 9 war. Oder 6 oder so, glaube ich, damals, als ich mir den Nintendo Advance selber gekauft habe. Und Jack ist noch älter. Ja, ich weiß, das ist ziemlich gruselig. So ein... Ich wollte gerade sagen, so ein Sugar Daddy, aber dann ist mir aufgefallen, dass er gar nicht reich ist. Ich warte auf das empörte Schreien aus dem Wohnzimmer. Heute ist der perfekte Tag. Heute kann ich richtig gut über Jacques lästern. Na Gloria. Oh Mann, das gibt Ärger. Wow. Du bist auch nicht reich. Ich bin voll für Tino. Also mit Wolf fürs Lästern, also ja. Das kennen wir zwei, glaube ich, ganz gut. Und wenn das so weitergeht, fliegt doch noch auf, wo wir von Team Rocket unser Versteck haben. Ich muss doch mit dem Boss reden. Oh, Peter, du musst sein versteckter Schalter. Wer hätte das gedacht? Hinter dem Poster ist ein versteckter Schalter. Du entschließt dich, ihn zu betätigen. Glück! Du hörst von irgendwo in der Nähe ein lautes Geräusch. Let us find out where it was from. War's draußen oder was drin? Wahrscheinlich was drin. Ja, also gehe ich wieder rein. Könntest du lassen, die Wände zu versuchen? Das gehört sich nicht. Also ich touch immer meine Wände ab. Los, auf geht's! Aufs Maul. Also eigentlich war mein Ziel heute die Arena, aber jetzt bin ich da. Achso, wir werden genau Instructions geben, dass ich das nur nicht tun soll. Mein Flöckchen hat noch das Trauer... Ich glaube, wir haben alle noch das Trauer-Outfit an. Ja, wir sind sehr traurige Gesellen. Boah, es ist kein One-Hit. Oh Gott, ich bin total unterpowered hier. Das ist vielleicht auch einfach nur härter, weil ich heute alleine bin. Vielleicht, ich könnte auch einfach mit 2 Controllern spielen. Gibt's die Hebel tatsächlich mal fair? Na, warte, dass ich einen 2. Controller anmache.
nicht. Ich habe keine Lust auf faire Kämpfer. Wo sind wir hier? Team Rocket spielt auch nicht fair. Plöckchen erhält und findet sich selbst. Blablabla. Wischstäbchen erreicht Level 31. Ich weiß doch gar nicht, ob ich Kaskade erlernen soll. Was macht das denn? Eine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. Das klingt eigentlich ganz geil. Ich glaube, Raserei ist gar nicht so geil. Ja. Saugeil, da bin ich von selber da bin ich von alleine drauf gekommen. Ich bin ja gar nicht so doof. Nein, ich habe ja auch mal so Pokémon gespielt und habe dann einfach nur geguckt, was ist die stärkere Attacke, aber auf nichts anderes. Was mich manchmal in die schöne Situation gebracht hat, dass ich Attacken gelernt habe, die halt nicht so genau sind. Das kam unerwartet. Du gewinnst 28 Pokédollar. Oder auch mal 12. Ich kann nicht leben. Soll ich weiter die Wände besuchen? Nochmal Team Rocket mit Glinda. Ich bin so Kailuka und cool bin ich auch. So K.U.L. Und so cool, um lesen zu können. Oh Gott, da bin ich im Strudel. Ja, geht's los hier. Nee, ja, geh da rein. Lustiger war an dem gedimmten Licht hier. Bei der Frequenz mit der Saft, das habe ich jetzt Angst, dass ich jetzt langsam ersticke. Nein, ich möchte weiterkämpfen mit Blöckchen. Die drei Leute, die im Chat sind. Hallo. Die eine Person, die dazugekommen ist, darf ich noch grüßen. So wie man das also unter höflichen Leuten macht. Es ist okay, wenn du einfach nur langst. Ja. Ich habe einen Raffat besiegt, ich fühle mich jetzt richtig stark. Nein, ich möchte immer noch mit Böckchen weiterkämpfen. So. Mehr Money, weil ich davon zu wenig habe, weil ich all mein Geld für Kleidung ausgegeben habe. Endlich wieder One-Hits. So gehört sich das. Das ging in die Hose. In die Hose. Oh Gott, bist du nicht? Such eine Toilette. Stärkebonbon. Nein, ich kann leider nicht den Computer hacken. Schade eigentlich. Komme ich auch nicht entlang, also muss ich wohl die Treppe benutzen. Ich hasse Treppen. Noch mehr Team Rocket Mitglieder. Achso, irgendwas durchsuchen und Gespenster. Lesen kann ich nicht. Das finde ich generell Videospielen. Einfach so lange A drücken oder weiter drücken und mich dann wundern, was passiert. Kein Hitze.
glaube wirklich, dass ich hier noch nicht sein sollte. Ich wohne jetzt hier niemanden mehr so direkt aus irgendwelchen Radplatz. Das ist kein gutes Zeichen. Ich hatte nicht vor, das auszuwählen. Ich wollte wissen, was das macht. Ja, okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber es ist auch nicht sehr effektiv. Es sah nur sehr spektakulär aus. Schade. Hier soll ich Konfetti auf ihn werfen. Und jetzt schade. Ja, dieser Kampf könnte tatsächlich mal schwierig werden. Danke! Ich weiß wirklich, ich habe keine Ahnung, was das ist, Seelenfisch. Was Ich glaube, wir haben es Föckchen damals beigebracht von diesen Typen, wo man diese Special Attacken lernen konnte. Ich gebe mich geschlagen. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie anders hieß in der ersten Gen oder nicht. Ach Gott, ist das so labyrinthmäßig. Lol. Lol. Nein! Nein, nein, nein! Achso. Nein! Okay. Ich komme immer noch zu dem Ding. Ich glaube, ich erinnere mich da sogar dran. Echt, dass ich das mal so gemacht hatte, als ich die erste Gen gespielt habe. Gibt es nur in diesem Spiel. Evoli Special Move aus dem ganzen Game für Unlicht. Achso. Das gefällt mir. Wenn ich jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich rein soll. Nicht da, obviously. Das war nicht meine Absicht. Nur meine Unfähigkeit zu steuern. So, da bekomme ich wieder zurück. Und basically komme ich. Also, wenn ich jetzt hier reintrete, komme ich da oben raus. Was mir nicht so arg viel gebracht hat. Zum Glück Interessantes, da ist nichts wirklich Interessantes. Aber der Umwalter macht Schaden, erzeugt einen Reflektor. Meine einzige mir verbleibende Option hier hinzugehen. Und dies ist meine einzige verbleibende Option hier. Du bist eh sehr leise im Vergleich zum Spiel. Ich kann versuchen, lauter zu reden. Weil ich weiß nämlich nicht, wie man das umstellt. Weil ich kein Technik-Guru bin. Jack kommt. Sag ja, Jacques kann nur aufstehen, wenn der Stream abkackt. So, hier, das sieht so aus, als könnte ich da. Da war ich da schon. Nee, da war ich noch nicht. Da! Also, A musst du vielleicht nicht mit mir ran. Ja, das ist eine gute Idee, aber ich habe gerade gesehen, dass ich einen Fehler begangen habe. Diese Person steht hier nicht. Die tut nur so. Wenn die Person hier gerade irgendwas einstellt. Nee, du musst weiter sprechen. Ja, ich spreche weiter. Der Eistee. Auch nicht mehr. Hallo. Hallo, ich bin Daniela. Freut mich, dass.
Breche ab. Ich breche ab. Was? Brech nicht ab. Hallo Daniela. Hallo Selchit. Versuche weiter zu sprechen. Warten und mich denn gut. Bitte, bitte, bitte antworte sie. Fisch antworte, schneller. Ja, ja, ich sehe es ja, dass ich da. Also ich sehe halt, dass ich im richtigen Bereich quasi drin bin. Aber ich glaube, alles andere ist irgendwie Variierung der meiner Stimmlage. Okay, ich versuche näher ranzugehen. Folge mich nun vor. Ich habe gerade einen Fehltritt geleistet. Warum? Ah. Herzlich. Frage ist, ob ich sollte. Ich spreche auch sehr leise. Na super. Ich von allen Leuten spreche leise. Ich glaube, alle meine Leute, die mich kennen, oder alle Leute, die mich kennen, würden ja so sagen, nö. Definitiv. Was willst du denn hier? Halt eigentlich, dass das... Rede ich so leise. Aber das... Ein Wolfsbär. Honey! Bis in dein Wochenende. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß. Hallo Roadrunner! Freut mich, dass du da bist. Heute alleine. Jack kommt nur, falls irgendwas mit dem Stream ist. Weil Jack auf dem Sofa sitzt. Nicht mit Streams. Nicht drum. Versuche aber trotzdem. Ich hoffe, das schaffe ich auch. Ich habe ihn stöhnen gehört, gerade vom. Was? Red echt. Red einfach normale Lautstärke, Jack. Ja, ich kann. Also ich kann halt jetzt auch die ganze Zeit schreien, eindringlich. Aber im Endeffekt rede ich einfach genauso laut wie sonst auch. Ach. Müsst ihr jetzt auch nicht mehr, also bitte. In die letzten Tage die Wohnung putzen. Also. Okay, müsst ihr so. Warum? Warum putzen? Neben der Tatsache, dass man generell immer putzen sollte, man regelmäßig. Generell? Weil die Wohnung aus wie Sau. Ah, okay, ja, das. Das ergibt Sinn. Deswegen habt ihr jetzt einen großen Putz. Jetzt vor allem ausführen. Ja. Das. Ich hatte auch letzten Donnerstag, als Freitag war, war auch hier aus, weil ich eine Pflanze umgebracht habe und alles war voll mit Erde in meiner ganzen, in unserer ganzen, sorry wegen der Verspätung, habe eben noch zu Abend gegessen, Cheeseburger, es war wahrscheinlich der beste Burger, den ich gegessen habe, einfach klasse. Freut mich, dass du einen sehr guten Burger hattest und brauchst dich nicht dafür schämen, dass du ein Spät gekommen bist, ein Stück. Der auch versucht, sonst dann den Einstieg. So. Meine Haare stehen ab, so. Nein, ich möchte weiter kämpfen. Wir hatten Salat und Bananenbrot. War auch sehr lecker. Ich habe heute mal ein neues Dressing ausprobiert. War sehr aufregend. Das Aufregendste, was in meinem Leben passiert.
Wobei meine Arbeit ist ja. Weiß ich nicht. Ja, mit der Küche ist fertig und Bad fehlt nur noch der Boden, dann geht weiter mit. Okay. Daumen, dass das alles irgendwie halbwegs funktioniert dann. Wir wollten dann auch irgendwann in 2 Wochen oder so können wir dann auch wieder vorbeikommen. Weil dann Jacques auch als Kind wir uns dann irgendwie sicherer fühlen, glaube ich. Glaube ich, so ist das, glaube ich, ganz gut, wenn das so ist. Ich glaube, ich sollte Plöckchen gleich mal heilen, oder? Staffeltausche erreichen. Der Vater ist die. Ja. Ich habe von der Fon. Freut mich. Jetzt auch so eine Qualität quasi wieder. Auch ganz angenehm. Also angenehm, solange man nicht näht. Weil nein. Auch voll. Ansonsten geht es. Praktikumsphase beginnt. Immer noch keinen Praktikumsplatz habe. Und nein, das tut mir leid. Ich hoffe, dass das trotzdem irgendwie dann für dich haut. Und du dann dass du trotzdem ein Praktikum machen kannst. Vor allem generell Trinken kaufen geht. Generally. Deine Stimme hackt immer wieder ab beim Sprechen. Have to live with this, I guess. Kann nicht viel mehr tun, außer so schon lauter zu. Okay, aus dem Off kommt wieder jemand. Ja, ein guter. Hallo. Ja, also gerne. Also. Das ist auch die mehr empfängt. Also eigentlich sollte man dich jetzt gut hören. Ja, ich versuch's halt, aber ich kann halt auch nur normal reden irgendwie. Ja, normalerweise reden wir zusammen und es überlaufen. Ja, wahrscheinlich. Wir haben mal ein bisschen rumgestellt und mal gucken, ob es weiter funktioniert. Da war ich jetzt eigentlich gerade schon mal. Jetzt ist es besser. Ja, wir haben das neues Gate runtergestellt. Also der Krachwert. Auf Deutsch übersetzt. So. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, aber ich werde es rausfinden. So. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr für mich. Deswegen geht's jetzt hier hin. Mit der habe ich schon gesehen, ne? So. Muss ich runter oder muss ich hoch? Ich musste runter, ich bin richtig. Sian, unsere kleine Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Dann lass uns kämpfen. Wann wurde ich paralysiert? Jetzt bin ich noch dazu verwirrt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin paralysiert. Gut zu wissen. Nicht mitbekommen. So aufmerksam spiele ich. Hallo Gerze. Keine Mauzi. Möchten Sie mitströmen? Meine gute Stimme. So,
Katze ist jetzt hier. Die Katze geht auch schon wieder. Ich habe verloren, das kann doch nicht sein. Ich weiß nur für Tipp, weil wir haben eine Chance mitzugehen, aber es funktioniert nicht so gut. Sie ist unberechenbar. Hallo? Ich kann leider den Chat nicht lesen. Ich finde Finsteraura. Katze! Ja, ja, ja. Sie ist ein cutes Patuti in letzter Zeit. Es ist auch ganz spannend. Wir haben hier einen, wir haben ja bei uns auf uns aber einen relativ großen Kratzbaum stehen. Und der steht da auch schon eigentlich eine ziemliche Weile, also seit wir halt in die Wohnung gezogen sind. Und irgendwie haben die dann so Phasen, wo sie dann sich auf einmal wieder für diesen Kratzbaum interessieren und dann den halt auch irgendwie benutzen. Dann liegen sie mal in diesen Hängematten, die da dran sind. Mal benutzen sie auf einmal die Katzenhöhle wieder. Es ist immer wieder was anderes. Das ist ganz süß. Boah, ich liebe das einfach, wie ich mich hier so drehe. Ja, gute Idee. Das ist eine sehr gute Einwand. Das war bisher nie nötig. So, Beutel. Ich habe auch gar keine Tränke, aber das ist ja paralysiert. Das heißt, haben wir einen Paraheiler? Wir haben einen Paraheiler. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja, schon klar. Also, ja, schon klar im Sinne von, der Chat hat einen Delay. Hm? Und super Trunk. Okay, wir geben noch super Trunk. Ich habe auch irgendwas aus dem Off gehört von Jack. Ich habe auch noch einen Hyperheiler. Aber ich hoffe, dass der super Trank ausreicht. Ja. Fast volle KP. Fast, aber auch nur. Fast. So, jetzt. Jetzt einmal noch mehr Bälle. Ein Superbonbon. Ja. So, zurück hier hin. Zurück hier hin. So, das würde jetzt auch wieder darüber gehen, denn so geht das in die Mitte. Das bringt mir auch nicht so viele. Na, das war jetzt keine wirkliche Absicht, verdammt. Ach, egal. Egal. Ja. Ich wollte, glaube ich, auch das mittlere benutzen, aber ich bin nicht so gut mit Steuerung. So. Sehr gut. Die Katze hat wieder komische Geräusche gemacht. Boah, der lurkt da aber auch sehr gut. Money! Komm schon, Mama braucht neue Hüte. Katze hat sich wohl sauber gemacht, weil da steht jetzt stachelartig im Fell ab. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Dino. Ich kann es nur beschreiben, weil ich die Kamera nicht wechseln kann. Wir könnten einfach nur so. Man sollte vielleicht irgendwann einfach anfangen, so einen Stream nur mit den Katzen zu machen. Nein, ich. Ah, verdammt, ich wollte kein Pokémon wechseln. Ich benutze doch nichts anderes als mein Haupt-Pokémon. Wie? Ich hab das nicht gewonnen-hittet!
Wir haben übrigens den letzten Stream, den ich gesendet habe, haben wir anscheinend wohl nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, falls das, wenn das hier auf YouTube landet oder so, dann wird wohl eine Episode fehlen, weil Twitch die nicht, ja, nur 2 Wochen behält und wir normalerweise immer die Sachen quasi gemacht haben, wenn wir dann die Woche drauf wieder gestreamt haben, die von letzter Woche, aber das haben wir ja dann jetzt 2 Wochen in Folge nicht machen können, weil wir verhindert waren. Uff, ich bin am Boden. Ja, ich auch. Und deswegen haben wir jetzt leider ein Hangover im Stream. Also ein Blackout. Wir wissen nicht ganz, was passiert ist und wie ich hierher gekommen bin. Wie bin ich hierher gekommen? Noch mehr Bälle. Ihr habt also eigentlich meine Shopping-Tour verpasst, als ich im Einkaufszentrum all mein Geld rausgegeben habe. So, hallo. Ich hätte gern diesen Ball. Och, du kannst den Aufzug nicht benutzen, so ein Pech aber auch. Tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen, den Aufzugsschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Wir werden sehen. Was ich mich ja schon seit Rot-Blau oder zumindest später rückblickend gefragt habe, diese speziellen Bodenplatten bewegen die Spielfiguren in die entsprechende Richtung. Schön und gut, aber wieso verlassen sie die Spiel... veranlassen sie die Spielfigur dazu, sich während der Bewegung zu drehen? Ich sehe da halt wirklich keinen Anlass zur Rotation. Ja, tatsächlich auch, das habe ich mich eben auch gefragt. Aber ich glaube, es sieht halt einfach lustiger aus. Also, ich persönlich finde das sehr amüsant. Mehr Geld. Ich drehe mich halt auch so manchmal in meinem Leben. Einfach so, weil es Spaß macht. Bitte nicht. Okay, danke. Ich dachte gerade, ich werde jetzt gleich vergiftet. Das wollte ich nämlich nicht. Nachdem ich gerade schon meinen Status repariert habe. So. Dead. Dead. Oh nein! Ich gewinne wieder Geld. Kann dann sich wieder mehr Hüte kaufen gehen. Ach, mein schöner Aufzugsschlüssel. Ich darf ihn nicht verlieren. Grr, du denkst, du hast gewonnen. Falsch gedacht. Jetzt kommt mein Plan B. Ich renn davon. Ja, das war vorhersehbar. Und hepp! Ah, okay. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Ach, ohne diesen Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn doch, wenn du kannst. Ja, I guess I will. So. Jetzt. Ne, da kam ich ja gerade her, oder? Ja. Da kam ich gerade her. Klar, es sieht schon amüsant aus. Vielleicht denke ich auch einfach zu viel über solche Dinge nach. Logik in Videospielen ist ja ohnehin eine Sache für sich. Ja, das stimmt. Aber das ist doch auch was Schönes, oder? Wenn nicht alles immer den Gesetzen der Logik folgt. So, das reicht, da war ich. Jetzt muss ich irgendwie da hochbekommen. How will I do this? What am I supposed to do? What am I supposed to do? Jetzt kommst du garantiert niemals an den Aufzug zu machen. Irgendwas hochklettern, dein Pokémon sieht ziemlich leichtfüßig aus. Ah. Wow, hat mir gerade einfach mein... Ja. Hat. Wurde gerade wieder. Klopapier essen. Wow. Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, auf das du steigen kannst. Ich habe eine Waage und mir gekrempelt. Pokémon sollen von den Luftschächten ferngehalten werden, dass sie sonst Gefahr laufen, die Wände hochzuklettern. Äh.
dieser Box befindet sich ein Feuerlöscher. Also ist es so schwer, dass du nicht tragen kannst. Dein YouTube am Bildschirm. Du weißt nicht, was mit wem du dich verbinden wirst. Da lässt du die Finger davon. Schmeiß dein Evoli einfach in den Schacht. Ja, yeah, I try, but I can't. I would actually. Diese Kartons sind viel zu schätzend. Du sollst ja auch nicht. Du solltest ja auch nicht tragen. Ja. Bitte einfach. Kletter da doch bitte einfach hoch irgendwo. Mein Gott, Evoli, entspann dich. Mach einfach. Oh. Wow, der Schreibtischstuhl. Auf drehende Schreibtischstühle stellt man sich aber nicht. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernt in der Arbeitssicherheit. Nicht, dass ich das nicht im Labor machen würde, ab und zu mal. Na, wo mache ich eigentlich nicht? Wir haben ja einen Elefantenfuß. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, und Katze hat gerade ziemlich miaut. Ich fände das lustiger, hätte ich es jetzt einfach so geworfen, so einfach durch diesen Schacht. Ergattere mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, den er drüber weggeworfen hat. Darf ich jetzt eben die steuern? Das freut mich. Nice. Klar, stelle ich auf den so auf, das ist krass. Unsicherste Objekt, das ist, ja, habe ich mir auch gerade gedacht, das ist ja wirklich das unsicherste Objekt weit und breit. Hätte ich nicht tatsächlich einfach, keine Ahnung, ich hätte ja auch mich auf diesen komischen Tisch da oder diesen Schrank da stellen können, irgendwo die so hochhalten, weil den Schacht alleine aufbekommen hat es ja obviously gerade. Ich meine, ich habe hier ein smartes Pokémon, ein sehr smartes Pokémon. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier etwa jemand eingeschlichen? Uff, falscher Alarm. Das war wohl doch nur Mautis Magen. Jag uns nie wieder so einen Schrecken ein. Okay, dann halt nicht. Achso, ich... na super. Also, da hätte ich es ja auch einfach hochwerten können. Also bitte. Muss ich einen Aufzug finden, den Aufzug benutzen. Okay. Also ich glaube, der Aufzug war oben, vielleicht gehe ich aber gerade halt auch vollkommen falsch. Aber ich dachte, der Aufzug war oben. Und da ist sie schon wieder. Bleib mich eines Besseren, wenn ich jetzt gerade. Oh, da. Hallo, Katze. Kommen Sie kuscheln. Ne, da weiter, oder? Ne, das ist noch der. Komm, Katze. Entscheiden Sie sich. Entscheiden Sie sich für Streicheleinheiten. Ich finde einen Elixier. Nein! Geh nicht! Bleib bei mir! Hände!
Sie mal einer an. Hat sich das kleine Kind etwas verlaufen? Ich versuche es der Katze mal ein bisschen bequemer zu machen hier, indem ich in den Schneidersitz gehe. Vielleicht kann ich sie ja dann überzeugen. Ich glaube, sie versucht mir auch nur subtil mitzuteilen, dass ich sie vor dem Stream nicht gefüttert habe. Ja. Ihr seht das leider nicht. Es tut mir so leid, aber es ist halt schon super süß. Ich kann die Kamera auch nicht bewegen. Ihr seht das so. Hoffentlich während des Kampfes muss ich irgendwie die Tür geöffnet haben. Ja, I guess we will. We will see now. Hallo. Und hier war ich ja schon mal, ne? Sieht's aus, als wäre ich schon mal gesehen. Nicht so laut, wie sogar voll gut. Ich bin nämlich eine schöne Spionin auf Undercover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du in so einem gefährlichen Ort? Ich will mich nochmal umsehen. Du bist ein interessantes Kind. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du von mir ein Geschenk. Ich erhalte ein Rocket Set. Das darf ich als will ich. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von Team Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Wow, da brauche ich sie auch gar nicht anziehen. Katze hat mich jetzt abandoned. So. Ich glaube, ich bin hier falsch. Also benutze ich den hier nochmal. Im zweiten Untergeschoss war ich noch nicht, glaube ich. Oder, also, vielleicht schon, keine Ahnung. Ich werde es sehen, doch da war ich schon. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Planlos ist durch die Gegend laufen. So, aber hier war ich schon. Eieieiei. Ah. Ja, gut. Nani. Du bist doch die Knirpsin vom Mondberg. Was hast du hier verloren? Moment, du willst bei uns mitmachen? Dass sie sich vielleicht arrangieren. Wenn ich nämlich genug wäre, um mir diese kindischen Täuschungsversuche abzukaufen. Wenn du glaubst, sie lassen dich zum Boss durch, hast du dich gewaltig geschnitten. Wir haben die Sache mit dem Fossil am Mondberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns jetzt erstmal revanchieren. Schier. Ja. Ich werde manchmal so ein bisschen von der Musik so carried away.
Evoligos. Geld. Ich will Geld. Geld. Das war nicht so effektiv. Meine Katze nimmt schon meinen Schreibtisch wieder auseinander. Beides Gift-Pokémon. Da hätte ich selber drauf kommen können. Und hier, Ladies and Gentlemen, sehen Sie, wie eine komplett unfähige Pokémon spielt, die auch nicht mal eine Ahnung hat, was effektiv gegen welchen Typ ist und welches Pokémon welcher Typ ist. Und ja, ich war trotzdem Arena-Leiterin bei der Gruga-Liga. Wenn ich das kann, kannst du das auch schaffen. Falls wir hier wieder mal eine manuelle. Eine Präsenzprobe, die da haben. Okay. Nein! Nein, muss. Also ja, kannst du, aber ich glaube, ich komme auch ohne dieses Wissen durch dieses Spiel. Gerade einen Fehler begangen. Ja. Ich bin wieder ein bisschen durch deinen Emote gerade angegriffen, Seelenfisch. Ich hab mich selber gerade als du und du Kopf bezeichnet. Ja, egal. Ja. Finally. Ich glaube, ich habe aber keinen Paraheiler mehr. Ich glaube, Poibel Guts ist gleich für Giovanni raus. Dabei hatte ich diesmal so ein gutes Gefühl. Ha! Bild dir bloß nichts ein, nur weil deine Pokémon ein klitzekleines bisschen stärker sind. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Wenn diese Rotznase sich nicht von unseren Pokémon aufhalten lässt, müssen wir uns eben selbst drum kümmern. Ah, das war mal wieder ein Schuss. Hat Evoli gerade den Angst gemacht, dass die weggerannt sind? Wow. Ich hab ein richtig krasses Evoli. Ich hab Hyperheiler, das will halt noch gehen. Ich weiß nicht, ob ich mit das jetzt war. Das ist ja richtig gelaufen, ey. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade. Was sind das Wertes? Nee, machen wir es nicht. Komm bei. Why not? Why not? Können wir gleich welche kaufen. So. Wir sind wieder fit, bis auf die Tatsache, dass uns langsam Zahltag ausgeht. Das ist das Wichtigste. Dieses Sylph-Scope hat all meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt voller Überzeugung sagen, dass die Sylph Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar,
wie lachhaft ein Kinderspielzeug. Aber nichtsdestotrotz, ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit den Vorbereitungen für die Übernahme des Sylph Company beginnen, Atlas. Jawohl. Oh, was haben wir denn hier, ein Kind? Ich habe keine Ahnung, wie du hier hereingekommen bist. Dass du uns obendrein noch dreist belauscht hast, lasse ich dir nicht so einfach durchgehen. Giovanni hätte mich literally sehen können. Was ist das Problem? Dass du uns so blablabla. Ich bin Atlas, ein Mitglied im Vorstand des Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht, auch nicht auf Kinder. Ja, und ich nehme keine Rücksicht auf dein angekratztes Ego. Die Katze versucht mich. Ich nehme auch keine Rücksicht auf Gehörlose. Weil offensichtlich hat er mich ja nicht gehört. Das war böse. Tut mir leid. Und müsste er sich trotzdem noch putzen. Ja, ich bin schon gekriegt, ja. Nein! Ich wollte das nicht. Ich wollte Vollbelgard sein, wechseln. Ich weiß jetzt nicht, warum es sich angehört hat wie Kirby Seelenfisch. Aber es gibt Schlimmeres. Ich musste gerade echt meine Pokémon durchwechseln. Krasser Mist. Auf geht's, Bertha Boss. Bitte werde ich auch noch vernichtet. Zutrauen ist schon ein bisschen okay. Ja. Machen weiter. Ist mir egal. Brennen. Wow, das ist ja... Fancy Animation. Fancy Animation.
Was für ein Dämpfer. Schau mal, der hat Geld. Immerhin. Vergib mir, großer Giovanni. Ich habe gegen ein Kind verloren. Lass mich wenigstens die Möglichkeit, dass ich mich heile. Ja, danke. Ich muss hier... gegen Gift. Dann belebe ich hier mal noch Bertha-Bots wieder. Und... Stückchen und Bertha-Bots. Und Wischstäbchen. So. In dem Gedanken, dass ich jetzt wahrscheinlich gegen Giovanni wahrscheinlich kämpfen muss. Ich bin beeindruckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberster Stelle steht. Pokémon, sie sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Ich bin Giovanni. Ich bin der Kopf dieser Organisation. Oh, armes Trotz. Wie bitte? Du willst, dass ich dieses Tragosso hier freilasse? Das ist alles. Dafür schleichst du dich in unser Versteck ein und bringst dich selbst in Gefahr. Scheint so, als hätten wir es für eine ganz besondere Unruhestifterin. Als hätten wir es mit einer ganz besonderen Unruhestifterin zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst bitte bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Leute, ich sehe es kommen, ich verliere jetzt. In einem Babyspiel. Natürlich. Ja, ich sehe meine Chancen schlecht. Ist irgendwas effektiver jetzt, was ich gerade so hier habe? Help me. Kampf wäre effektiver. Ja, aber ich habe keinen Kampf jetzt hier in den Attacken drin. Aber vielleicht hätte ich ja das andere nehmen sollen. Ja, Dunkel oder Quälzone, aber das war ja anscheinend nicht der Fall. Ja, bitte. Und zwar möchte ich heute jetzt Falafeltasch benutzen. Ha! Give me the plans. Kann ich überhaupt irgendwas aktivieren? Ich Not so bad. Was? Wie ist das nur möglich? Ihr seid halt alle echt schlecht. Wer hätte gedacht, dass ich mich einfach von einem Kind besiegen lasse? Na schön, das Tragosso gehört dir. Mach mit ihm, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sieh es als eine Art Entschuldigung dafür, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Ein Sylph-Scope. Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe. Aber meine Ziele und Beweggründe könntest du nie verstehen.
Hier ist aber auch gut, dass der hier extra schwache Pokémon hat, anstatt seine Arena, Arena-Team. Ja. I guess yes. Ich werde mich fürs Erste zurückziehen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Vorstellbar. Gut, Fragosso ist gerettet. Jetzt soll ich eine Arena eingefallen machen. Ich hoffe, dass die meisten Leute auch ein bisschen jetzt das gute Wetter in der Zeit genossen haben. Nachdem es bei uns ja gestern auch wieder ein bisschen gewittert hatte. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Eis gegessen, weil wir haben das. Ich kann noch diese Arena finden. Hä? Kommt man von hier auch gar nicht in die Arena? Ah. Here we go! Oh, nice! Nice! So, du wirst also unsere Arena-Leiterin Erika herausfordern? Dann solltest du wissen, dass sie nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Tasmania City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eins hast. Ach, ich sollte eigentlich vorher noch... Ich fällt mir gerade so ein. Achso, sie wollte streicheln. Streicheln so. Und das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ach, ich schätze, du hast die Bedingungen erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Dann bin ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Was genau müsste ich da hingeben, dass sie es nicht so niedlich findet? So ein Smogon oder was, dass sie dann voll pupst. Aber ich glaube, selbst das finden viele Leute süß. Ja, das ist Hallo, Bisaflor ist ultra cute. Dieses Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg laufen. Ja, ich möchte. Eine Blume auf dem Rücken. Das ist sehr süß. Bitte halt mich. Ja klar, ich bin der Raffel. Raffel, ja, ist auch super positiv. Raffel, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Pflanze diese Pflanze. Ach so. Ja, warum? Warte, jetzt muss ich das einmal hier checken. Also, ich find, das hat schon was, ne? Also es ist halt hart putzig, also so, jetzt nicht putzig, aber schon so, find mich süß oder ich mach dich kaputt putzig. Diesen Strauch könnte man mit einem Ziel machen. Warum lese ich das jedes Mal vor?
Also, frisch geheilt. Hier mit dir wollte ich noch reden. Du sitzt hier so. Das Wesen meines Puffenluft ist hart. Sein Angriff steigt schneller an und sein speziellen Verklangbarer. Mit Duplex hier kann es gar nicht verdienen. Okay. Sieht nicht hart aus, aber gut. Boah, ich liebe es. Diese Arena ist wunderschön. Kann ich einfach die Leute umgehen? Kann ich das? Also ich will es nicht. Achso, nee, ich muss da eh nicht lang. Ich habe ihn einfach nur schon wieder nicht gesehen. Das sieht aus, als würde ich untergehen, wenn ich dich quäle. Wie gut, dass ich das nochmal kann. Wir können Leute so oft, wir können Pokémon so oft quälen, wie wir wollen. Das ist vollkommen legal. Und auch Peter kommt. Nein, das wäre offensichtlich nicht. So nicht, sei nicht so grob zu mir. Wie, ich darf deine Pokémon nicht foltern. Man muss ja alle Wege mal ausprobieren. So. Oh, Besuch. Du kommst mir gerade recht, so langsam wurde mir nämlich langweilig. Ja, ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, ein ziemlich doofer Job, wenn du den ganzen Tag in so einer Arena stehst und wartest, bis dich jemand herausfordert. Da freut man sich auch gegen jeden, ne? Also freut man sich auch ziemlich, wenn dann jemand kommt. Euch Weicheier folter ich auch. Ah, ich hätte Zahltag nutzen sollen vorher. Pokémon bringt auch die schlimmsten Seiten in mir hervor. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, sie ist auch reich. Sie sieht auch schon reich aus. Hallo? Stopp! Habe ich dich vorher nicht dabei erwischt, wie du meinen Kampfstil ausspioniert hast? Nein. Nein, hast du nicht. Also, habe ich nicht. Haben wir alle nicht. Wir folgen schon wieder. Na, kommt noch weiter aufgeteilt. Ich hoffe, dass wir die Arena noch in Time schaffen. Wenn nicht, mache ich heute Überstunden. Hallo?
Die hat mich jetzt einfach gehen lassen. War übrigens eine richtig schlechte Angestellte. Das Gute an den Pflanzen-Pokémon ist, dass sie so leicht zu trainieren sind. Schau dich doch mal an, wie gut ich meine trainiert habe. Schau dir doch mal an, wie gut ich meine trainiert habe. Schau dich doch mal an! Roberta! Wow! Money! Hallo Katze, willkommen zurück. Kann sie euch nicht entscheiden, ne? Hallo. Komm her. Nein! Was hast du für Hobbys? Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Leibspeise? Würdest du gegen mich kämpfen? Auf alles gilt die Antwort ja. Nein, Katze. Ja, Katze. Mehr Geld, mehr Hüte, mehr Accessoires in mein Evonier. Na, das läuft ja klasse. Ja, finde ich schon, ne? In der Pokémon-Arena von Prismania City. Die Trainer hier mögen alle freundlich aussehen, aber unterschätzt sie lieber nicht. Hier ist mächtig Frauenpower am Start. Wollte ich nie bezweifeln. Oh Gott. Ziemlich. Nur so.
wieder kein Powerhelm. Hm. Das du. Ob jetzt Chonky Boy. Oder Chonky Boy. Keine Ahnung. Wow, das war die falsche Entscheidung. Das war nicht so eine smarte Entscheidung, aber es hat funktioniert. So habe ich übrigens Gen 1 gespielt. Ich habe nichts anderes benutzt als mein Bisasamen. Ich habe immer die gleiche Attacke genommen, aus, egal ob es effektiv war oder nicht. Ich kam trotzdem durch. Nö, bitte kämpf weiter. Es war jedenfalls sehr effektiv. Ich habe ziemlich hohe Level, ziemlich früh. Ja, bin ich weh eigentlich. Das ist doch halt immer was geht, ja. Das war natürlich jetzt auch nicht so schlau. Excuse me? Excuse me? Brenn. Angst, dass sie verlor. Macht das öfter. Oh, das gefällt mir. Ich kenne hier tatsächlich Pokémon in diesem Spiel. Gott sei Dank ist das keine Nassa. Ich glaube, das Feuerwehr ganz einfach schnell einwickeln wollen, weil Feuer. Aber ich mach's mehr. Gesprungen. Egal, es hat auch funktioniert. Du bist ganz schön. Du hast ganz schön. Ich hab ganz schön was auf dem Kopf. Süß. Ich bin richtig smart. Ich hätte vielleicht erstmal meine Pokémon wieder überleben sollen. Weil ich hier weiter durchrushe. Das war nicht so schlau.
Okay, jetzt fahr der Gatze. Are you winning, girlfriend? No, I'm actually losing. Boyfriend. Ich hab bitte das nicht mal winning von. Jetzt mal nur. Ich bin jetzt mal auf die Idee gekommen, dass eine Feuer effektiv gegen Pflanze ist. Ich hab vielleicht gesehen, dass ein Garra verkugelt wurde. Ja, ich weiß. Wie du verfolgst den Ström nicht. Hat die einfach drei Knopfkensas? Wow. Ich wette, die hat auch jedes Kleidungsstück einfach so oft, dass sie jeden Tag das gleiche anziehen kann. Hey! Warum grillt sie mich an? Görgos grillt. Ja. Die geheime Spalttechnik. Warum muss mich das Spiel das jedes Mal fragen? Ah, okay. Ich bin vielleicht doch nicht falsch. Gut, alle Büsche sind zerschnitten. Weil die nichts vom Benutzerfreundlichen verstehen. Ja, das hab's schon gemerkt. Okay, bevor. Jetzt hier irgendwie was Spannendes passiert, muss ich ja einmal die Katze wieder acknowledge, wie sie mir mein Bein schlawenzelt und hier mein Wischstäbchen wieder beleben. Paralysiert. Lol. Nicht mehr. Das ist nicht mal ein Witz. Pokémon Home ist teilweise nicht ätzend zu nutzen, besonders wenn man Pokémon sortieren will. Ich habe auch generell das Gefühl, dass Pokémon ist halt auch einfach nicht auf sowas wie Benutzerfreundlichkeit bedacht oder irgendwie gute Animation oder sowas. Die haben, also das ist jetzt meine personal opinion, aber wir haben halt alle unsere Fanbase und die benutzen das halt, egal wie schlecht es ist. Jetzt werde ich hier gecancelt. Na, vercanceln müssten nicht mehr Leute kennen. Mal ganz zu schweigen von den Online-Systemen, ja. Vieles funktioniert da nicht so gut. Hallo, ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ha, tut das gut. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Boah, so entspannt wäre ich gerne. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumenbestecke. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich von und ganz dem Training von Pflanzen-Pokémon beschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gegen mich antreten? So sei es.
Nein, also wenn die so peaceful ist, dann soll sie mir einfach so den Orden geben. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Spitz wie Speere sind die geschnitzt. Ach, du möchtest gegen mich antreten? Nein, ich stehe ja aus Spaß. Ja. Obwohl, bei dem Garten, den könnte ich auch so genießen. Rennen. Hallo, Tokatsuri. Es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche. Es tut mir leid, aber hallo. Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Ström. Ich bin gerade in der Pflanzenarena-Leiter. Ich bin gerade in der Pflanzenarena, aber wow. Nein. Ah! Okay, und ich verbrenne auf jeden Fall ihre Pflanzen-Pokémon. Brennt. Und sie sorgen mir meine letzte Lebensenergie raus. Mehr Feuer. Ich muss dieser Gage eingestehen, deine Stärke ist beachtlich. Ich habe den Link jetzt angeklickt. Und ich werde mich im Hintergrund reden und das ist super gut. Wie es aussieht, werde ich dir den Farborden überreichen müssen. Warum Farborden? Ich möchte einen Blumen- oder Pflanzenorden. Schenk mir eine Monstera, keine Ahnung. Jetzt, wo du im Besitz des Farbordens bist, werden dir alle Pokémon bis Level 50, die du per Tausch erhalten hast, geholfen. Dann hätte ich da noch was etwas für dich. Hier, bitte. Mega Sauger. Du verstaust das Item in der TM-Box. Die TM von 53 enthält die Attacke Mega Sauger. Du bringst dir ein Pokémon bei. Erhält es die Hälfte der KP, die den Gegner absaugt. Faszinierend, findest du nicht? Ja, doch, das ist schon ziemlich geil. So, Leute. Es ist soweit. Ich speichere. Erstmal live on stream. Dass ihr alle wisst, dass ich nicht komplett unfähig bin. Dann
Vielen lieben Dank, dass ihr an dem Stream teilgenommen habt. Das nächste Mal ist Chuck vielleicht auch wieder, wieder dabei. Und nicht auf dem Sofa. Wobei ich glaube, dass es mehr Energie für ihn gekostet hat, immer mal wieder vorbeizukommen, den Strom zu fixen und nicht einfach die ganze Zeit dabei zu sein. Aber naja, immerhin hat er seinen Arm geschont, weil er nicht die ganze Zeit irgendwelche Bälle werfen musste, was er heute generell nicht hätte machen müssen. Aber so ist das halt mal. Wir hatten Ersatz von Gloria und ab und zu war die Katze da und ihr habt sie nicht gesehen, weil sie halt einfach, oder ihr habt nur den Schwanz so durchs Bild gehen sehen. Aber immerhin, es ist ein Flauscheschwanz. Und ja, also von meiner Seite war das mit dem Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und am Montag, oder ist morgen schon, ich bin schon eine Weile nicht mehr dabei gewesen, weil ich so viel zu tun hatte. Aber ich glaube, es kommt noch irgendwann Pokémon Snap. Ist das morgen? Oder was habe ich verpasst? Und am Montag ist Anka wieder dabei. Aber Seelenfisch kann auch einfach den Streamplan hier reinschreiben. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Option. Am Dienstag auf jeden Fall streamt Jack auch wieder weiter seine Nuzlocke, weil am Donnerstag hat er das nämlich selber nicht auf die Reihe bekommen, weil er seine Switch auf der Arbeit hat liegen lassen. Das war auch richtig smart von uns. Man glaubt gar nicht, dass wir studiert haben. Und dann ist am Donnerstag auch wieder von Jack die reguläre Nuzlocke. Du hast den Stream vermisst. Am Donnerstag. Ach so, ja. Das, ich glaube, Jacques hat den Stream auch vermisst. Und ja, so am Donnerstag ist wieder die reguläre Nuzlocke von Jacques und am Dienstag die Ersatz-Nuzlocke von Jacques. Und am Montag, Mittwoch und Freitag streamt Kirill wieder in Pokémorgen. Dienstags, wie gesagt, wieder. Ja, Jacques. Und ja. Das war mein Stand der Dinge. Wahrscheinlich haben wir schon 50 andere Streams jetzt mit Snap und so weiter, die hier laufen, aber ihr könnt auch einfach auf den Streamkartenplan klicken, den der liebe Seelenfisch gerade reingeschickt hat. Ja, das war's. Ich und Gloria sagen Tschüss, meine Geigenfeige. Wiggle, 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 wiggle. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Wenn ich die Endcard. Tschüss.